Moin Leute! Hallo und herzlich willkommen Zur nächsten Folge. Station hier! Jawohl! Leute, die gesamte Menge ruht, sozusagen, in der Hoffnung, dass das weggeht. Denn ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß es nicht. Es gibt aber eine kleine Neuerung dazu, dass das so rot ist. Best bounce of the array. Index was outside the bounds of array. Ja, was heißt das? Das kann ich auch nicht sagen. Hier tickt irgendwie die Zeit hoch oder what? Und das war's. Denn, Jagged Damen und Herren, wir gehen jetzt hier nicht auf Load World. No. Wir haben hier direkte Konnektion. Ja, wir gaben geheimes Passwort. Und dann laden wir uns auf den Server auf. So. Das heißt, wenn ihr das seht, und ich habe vor, dass ihr das seht, auch wenn das jetzt nicht klappt, müssen wir rausfinden, was das noch ist. Dann. Ja, kann jeder von euch auf diesen Server joinen? Das ist so. Wir haben jetzt auch ein anderes Escape-Menü, nur noch Return to Game. Können also nicht mehr speichern, nicht mehr speichern, nicht mehr zurückladen. Das geht jetzt alles nicht. Die Scheiße, die jetzt passiert, die passiert. Bleibt scheiße. Das heißt, ab jetzt müssen wir uns doppelt, dreifach, vierfach, fünffach, achtfach absichern. So. Ich google mal meine den Fehler hier. Und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich konnte beim letzten Mal auch nichts einschalten, nichts abschalten. Ich konnte nichts tun. Aber, wie ihr seht, ich kann immer noch nicht speichern. Und alles tut ihm. Ja, das heißt, ich bin ich. So. Wo sind meine Arme? Wo sind meine Arme? Warum habe ich hier diesen bescheidenen Helm? Sehr geehrte Damen und Herren, wo habe ich den Haken? Da habe ich den Haken. So, Sekunde. So. Damit ist das Projekt Server denn erfolgreich gestartet, würde ich mal so sagen. So, jetzt haben wir also einen Server. Und den Server, den haben wir auf meiner aktuellen Vulkanwelt. Dadurch, dass ich das jetzt kann, oder ja, zumindest hier mit dieser Vanilla-Welt, können wir auch gemeinsam auf euren Safe Games spielen, sozusagen. Ja, wir müssen ja nicht auf dieser Welt spielen. Wir können. Ja. Auf meiner Welt spielen. So, das heißt, gibt natürlich ein Passwort.
Und wird natürlich auch geben, dass wenn keiner da ist, dass es denn der Server sich aussetzt. Und worum ich euch auf jeden Fall bitten möchte, ist, loggt euch aktiv aus. Ja, das ist das eine. Das zweite ist natürlich, solltet ihr eine Bambus-Internetleitung haben. Ja, also eine richtig hölzerne Internetleitung, dann wäre jetzt auch nicht das Schlauste, hier auf diesen Server zu kommen, weil der Langsamste, der gibt die Geschwindigkeit quasi vorgefühlt, ne? Irgendwie so. Ja, und damit wir hier nicht in Schwulitäten kommen, sozusagen, hier da, die Millisekundenanzeige, ne? die muss so wie die hier sein, ne? Also wirklich, das ist eine Top-Ping. Ja, eine Top-Ping. Und ja, bei der Server, da muss es ja alles synchron halten, sozusagen. Right? Alright. Ja, und dann versucht auch keine schwierigen Hack-Gedöns-Sachen, ne? Das will ich auch nicht, ja? Also, ja, dass der Server wirklich, der ist einfach da. Ist für alle da und vor allen Dingen, jeder kann jetzt hier seinen Scheiß bauen. Was wir also heute machen, hier einen Kryokorps hinbauen. Ne? Weil, wenn ich mich nachher hier auslogge, werde ich in eine Kryokapsel gehen müssen. Kryo. Ja. Cryo Tube. Wo wird die gebaut? Hydraulic Pipe Bender. So. Hydraulic Pipe Bender. Ja. Dann habt ihr natürlich auch für alle, die auf dem Server kennen, Zugriff auf meine Programme. Und zwar auf alle, so wie sie hier jetzt in dieser Art und Weise laufen. So, ich werde natürlich die das Passwort werde ich vergeben per PN. Und wie gesagt, sobald ich irgendwie Ausnutzung spüre, ist natürlich die Reise auch schnell wieder beendet. Ja? Also nicht im Sinne von, hier darf keiner was bauen, sondern im Sinne von, jemand baut hier was ab und sprengt die Basis. Boom, zack, erledigt. Ne? Also wenn ihr jetzt hier eine Scheibe ausbaut, hier eine Doppelscheibe ausbaut, ja, und das Problem nicht fixt, dann war es jetzt schon wieder. Ne? Gone. Sozusagen. Was ihr gerne machen könnt, ja, um auf diesem Server spielen zu können, ihr könnt euch gerne eine eigene Basis irgendwo bauen. Ihr müsst ja gar nicht bei mir bauen. Ihr könnt bei mir das Material holen und eure Scheiße bauen und dann geht ihr 5 Meter weiter in irgendeine Richtung und dann baut ihr eben euren Bumster auf. Ja? So ist eigentlich der Kerngedanke so ein bisschen. Ja? Nicht, wir alle spielen auf einer Basis, sondern jeder spielt, so wie er das gerne möchte. Ja? Auf seiner Basis. Und ich teile auf jeden Fall meine Ressourcen mit allen. Was nicht da ist, wird besorgt. Ganz einfache Geschichte. Beziehungsweise, wir haben ja auch, na gut, wenn jetzt alle, ne, wir haben ja auch hier die Dinger laufen, 3 Stück. Oh, what? Ja? Und dann geht das natürlich ab. Ja, und jeder kann losgehen und sich ein bisschen... What is that? Da ist ein Eingang und Strom. Ach du Scheiße. So, das heißt Kryokapseln, kleiner Raum. Kryokapseln, kleiner Raum. Kleiner Raum. Ist denn direkt der hier so? Kryokapseln, kleiner Raum. Genau. So. Und dann ist es gut. Ja. Also, das wäre aus meiner Sicht das Schlauste.
meine Ressourcen könnt ihr entnehmen, so wie ihr gerade Bock habt und lustig seid, sozusagen. Und wenn nichts mehr da ist, dann wird es eben neu geholt und alles wird schön. Ja, also das ist das. Ja, ne? Und dann kommt auch keiner, ich habe das gebaut und der hat das abgerissen und ich wollte nicht, dass er das abreißt und jetzt bin ich bockig und knack, 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 knack. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist natürlich shit, ja. Das ist natürlich richtig shit, ja, wenn so eine shit passiert. Das wollen wir nicht. Wir wollen vernünftig miteinander spielen. Und zwar super vernünftig. Ja. So. So, da brauchen wir bestimmt Sauerstoff drin, ne? Jetzt ist das Problem, dass wir da drin keinen Sauerstoff in dem Sinne haben. Ist aber auch nicht das Problem. Da ballern wir eine Atmospherics hin. Die macht das und fertig. Ne? Und dann ist es so. Ja, und dann werden wir auch nach und nach. Das heißt ja, erstmal wird ein Spieler dazukommen. Ja, dann schauen wir mal. Dann wird ein zweiter Spieler dazukommen. Und schauen wir mal. Es kann sein, dass dieser Server hier noch Monate, also dass ich mein Let's Play hier auf diesem Server mache. Ja. Das kann natürlich durchaus sein, dass ich hier auf diesem Server mein Let's Play mit euch zusammen weitermache. Das ist natürlich so. Ja, dann ist natürlich, dann wird die Zuschauerschaft natürlich ein bisschen schlanker. Das müsst ihr dann ausgleichen sozusagen. Ist ja euer Auftrag, mich so ein bisschen bei Laune zu halten, motivationstechnisch, ne? Damit habe ich ja nichts zu tun. Und dann läuft der Lachs. Aber die Grundidee ist ja jetzt erstmal auch die gewesen. Und deswegen hat das ja mit dem Server so lange gedauert. Ich habe einfach keinen Bock gehabt, loszugehen, eine Basis aufzubauen, jeder erstmal eine Kryokapsel hat, Kryokapselmuster haben, zu essen Muster haben, Trinkmuster haben. Das sind die Sachen, die müssen da sein. Hier auf dieser Basis kann ich erstmal ganz entspannt einen zweiten versorgen. Ne? Ganz entspannt. So. Ihr kriegt hier den Prozentboost hier, ne? Sag schon, was hier 125% die Büchsen, ja? Und ist so schicki, ist doch geil, ne? Award, ne? Und dann haben wir doch geschafft. So, eine kommt noch. Ja, und damit starten wir und gut ist. So, und ich fress weiter hier schon meine Fritten. Also, schicki, schicki, schicki. Ne? Dann lohnen sich auch die ganzen Büchsen, die wir hier haben. Guckt mal an. Ja, schön. Ne? Top-Qualität Nahrung so. Und wer bessere Nahrung will, der kann sich ja an seiner Bude welche anbauen. Nicht wahr? Saatgut haben wir auch da. Jetzt geht nicht alles mitnehmen, sondern ihn da lassen, ne? Also das sind wieder, ne? Wir begeben uns da auch wieder, ne? Da, ja gut, Regeln gibt es immer. Wenn Menschen zusammenspielen, gibt es immer Regeln. Immer. Es geht nicht ohne. Leider. Aber das Schöne ist ja, wenn jeder seine Basis baut, dann müsstet eigentlich kein Knatsch geben. Weil, wenn eine fremde Basis hochgeht,
Dann sagen alle anderen, die gucken dann rüber und sagen, ja, schade, ist ja blöd gelaufen. Ne? Und dann ist das so. Dann haben wir da einen Krater. Und dann ist das eben shit gelaufen. Ja? Da war es das aber auch. Ne? So. Battery. Eine stationäre Batterie. Ein Transformator. So, und dann ist es supi. So, und dann kann ich meinen Scheiß hier weitermachen. Ja, müsst sagt mal, ne, was ihr davon haltet, so, ne? Das ist halt das. Also aus meiner Sicht, alle Lichter stehen hier auf grün. Ne? Man kommt hier durch die Tür. Durch die Tür kommt man nämlich immer rein und raus. Ich glaube, draußen ist auch ein Schalter. Hier ist ein Schalter, drin ist ein Schalter. Alle anderen Türen sind nicht so. Da muss man denn wirklich gucken, dass da keiner drin ist. Weil da kommt man denn nicht rein. Ich müsste eigentlich noch alle Türen verschalten, bevor ich ein Passwort gebe. Bevor ich das Passwort hergebe, sozusagen. Das müssten wir noch machen. Dass überall, dass man auch die Tür wieder zurückholen kann. Ja, das ist halt einfach so. Nicht, dass die Tür mit mal nach außen, ne? Ich meine, die Tür war jetzt schon ein paar Mal nach außen geschleust. Ja, und das ist ja natürlich übel. Ja, hier kommt aber keine Special-Tür rein. Hier kommt eine normale Tür rein, sozusagen. Reicht es in der Kryokapsel, wenn ich die ganz normal mit dem Passive Vent einfach anschließe und fertig? Reicht es aus oder muss der Sauerstoff ran? Ist ja wie ich mein. In der Atemluft ist der Atemluft. Oh, what? Na, ich begebe mich nachher mal in so eine Kryokapsel. Weil das wäre schön einfach. Dann brauche ich nämlich gar nichts machen. Baller ich den Strom ran. Hau die an blaue Rohr. Denn ist das Asche leckt für mich, denn. Ja, wir haben da schon Top-Luft. Was soll passieren? Hier ist das blaue Rohr direkt hier vor der Nase. Das kann uns besser. Kann uns Besseres passieren. Ne? Sozusagen. Ja, das geht doch gar nicht. Das könnte es doch gar nicht besser gehen. Ja, seht ihr. Ja, das sind so meine Vorstellungen, Freunde. Ich hoffe, ihr sagt, yo, geil, und nicht, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Der Bulba ist ein Arschloch. Ne? Wie das denn halt immer so ist. Ja, man kann natürlich durch Zusammenspiel auch ruckzuck zum, ne? Ja, man kann auch Zuschauer verlieren. Ja, das ist halt einfach so. Ist ja schon passiert. Nicht so, dass mich das jetzt juckt hätte, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Aber es ist passiert. Ja. Und ist halt so. Kann ich ja nicht ändern. Ja. Beim Zusammenspielen knirscht es immer. Und wenn jeder seinen Scheiß baut, ja, dann haben wir doch gewonnen. Wenn der Server das nicht packt, ja, dann haben wir eben Pech gehabt. Dann ist eben schade. Aber wenn er das packt, dann ist doch alles gut. Dann ist doch tutti. Findet ihr nicht auch? Dass das ein kleines Risiko gibt, das immer. Wo ist denn hier die Station Battery?
2-1 Risiko. Jawohl. No, nicht die Construct. Construct. Brauchen wir bestimmt sowas wie Electronic Parts oder so ein Quatsch. Ne? Haben wir doch letztens ein paar übergehalten. Als hätte ich's nicht gerochen. Ich kenne die Rezepte wirklich nicht aus dem Kopf. Also war jetzt wirklich geraten. Ja, also dann machen wir heute nur diese eine Folge. Eine kleine Schlanke. Wie ich hier die Crew-Kapseln aufbaue und wie ich so ein bisschen mit euch rumschnacke, weil ich bin ja jetzt auf Feedback aus sozusagen. Das heißt, ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt das LP in meiner Bude weitermache. Oder ob ich hier das LP weitermache. Ich bin mir ehrlich gesagt unschlüssig. Aber wenn ich, gut, wenn ich alles, was ich hier mache, kann ich runterladen. Das müsste ich nochmal prüfen, ob ich mir den Speicher schon runterladen kann und privat weiterspielen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Das wäre natürlich dennoch die Sache. Ja. Das wäre die Sache. So, aber dann haben wir jetzt erstmal mir nichts, dir nichts. Einen Kryo-Strafraum gebaut. Wo ihr mich denn schlafen seht, solltet ihr vorbeikommen. Und dem Sebulba auch mal Hallo sagen. Ja, ist so. Alle Böllern war da volle 5 kW rein, klar, ne? Da machen wir doch. Böllern da volle 5 kW rein. Alles für euch. So, und dann könnt ihr hier bei mir in der Basis auch schlafen. Ihr könnt ja auch eine eigene Kryokapsel bauen. Ne? Das ist ja dann alles auch so ein bisschen euch überlassen. Bafo. Kryokammer. Aber wenn sich jeder so, ne, mit Ressourcen so, das ist ja so halb. Schließ mal das jetzt hier einfach an. Haben wir hier schon 25 kW? Was haben wir hier Potential, Freunde? Was haben wir hier Power Potential? Kriegen wir das raus? 25. Wir haben hier, ne, 25 kW Anschluss. Könnte man doch glatt in Versuchung kommen, sich davon ein kleines Häppchen abzuknapsen. Nicht wahr? Ja. Das wäre dann auch mit Chrissy geil, wenn Chrissy dann auch um die Kurve kommt und sagt, ey, hier, ne, ich mach mit und so, ne? Aber, und das ist das fette große Aber, der Chrissy, der beste Chrissy der Welt, der guckt ja meine Videos nicht. Weil ich habe schon ein paar Mal so die Frage gestellt, so Chrissy, Alter, wenn du meine Videos guckst, ja, dann sag mal bitte jetzt oder lass den Kommentar da oder so ein Quatsch. Aber hat er ja nicht gemacht. Ne? Hat er nicht gemacht, daher muss ich erstmal davon ausgehen. Aber das wäre natürlich noch so ein kleines, ne? Wir beide hier im Chaos-Trakt. Ja, das wäre natürlich super. Aber von dem Chrissy habe ich auch lange nicht mehr gehört. Ja. Hängt aber auch damit zusammen, ne? Dass wenn ich, wenn der Kontakt, sag ich mal, der kam da, denke ich mal, auch so ein bisschen mehr von mir. Ja. Man ist einfach auch sehr beschäftigt in sein Ding sozusagen. So. Temperature too low? Temperature too high?
Pressure too low. No, the vertical variant of the Cryotube will heal players and audience as well as revive dead players when provided with an atmosphere of nitrogen below minus 150 Grad. Also minus 150 Grad hier zu erzeugen, halte ich für schwierig. Moment. Tja. Was war das denn jetzt? Also das mit der Kryo-Schlafkammer, das wird wohl noch einen Moment dauern. Das ist wohl einfach so. Das wird wohl noch einen Moment dauern. Da werden wir wohl den Quatsch wieder abbauen. Nitrogen reinballern. Und dann werden wir eine klitzekleine Hochenergie Stickstoffkühlung bauen. Die mit extrem niedrigem Druck fährt. Stickstoff unter oder bei minus 150 Grad. Nitrogen. So. Das heißt, ist es wann? Nee. Das ist ja flüssig. Das ist ja... Rocket Works, attention, ihr kleinen Schlingel. Was habt ihr euch jetzt da gedacht? So, warte mal, minus 150 Grad. 273... 123. Ich kann das auf 800 oder 500 Kilopascal Druck. Dann vielleicht. Ist doch, wie ich meine. Eine Nitrogenanlage mit 500 Kilopascal Druck. Sonst bekomme ich das Gasrohr da nicht ran. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Also, kriegen wir hin, ne? Und kriegen wir auch, machen wir eine Anlage nach Verbrauch. Anlage nach Verbrauch ist ja kein Thema. Ist ja easy. Aber schon spannend, ne? Wenn 500 Kilopascal reichen, why not? Machen wir da 500 Kilopascal Druck, machen wir minus
So minus 155 oder so, sodass das gerade so gasförmig ist. Oder wir machen noch weniger Druck. Ne? Geht ja. Vielleicht auch. Ne? Dass wir irgendwie 200 Kilopascal Druck machen. Und 200 Kilopascal so weit runter zu kühlen, ist jetzt nicht ein Drama. Da müssen wir halt wieder bäm, 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 viele 5 Trillionen Klimaanlagen quasi am Stüttel haben. Müssen wir ja nicht mal. Wir können ja jetzt einfach sagen, dass wir diese geringe Wärmemenge in die Basis leiten. Und die Basisausgangstemperatur nutzen statt die Außenausgangstemperatur. Da sind wir ja schon mal 100 Grad kälter. Schon mal 3 Klimaanlagen, die wir dann hinten raus vielleicht ja haben. So, und eine schafft ungefähr 40 Grad. Ja, dann müssen wir 140, 160 kühlen. Sind 4 Klimaanlagen auf gut Deutsch. 4 Klimaanlagen zusammengeschlossen und dann muss jeder ihren Teil, ihren Bauteil dazu leisten. Und es dürfen alle nur mit dem gleichen Druck fahren. Das ist das Ding. Alle dürfen nur mit dem Druck von 200 Kilopascal fahren. Müssen einmal so kalt fahren, as fuck. Naja, nur die letzte. Wenn sie alle mit dem gleichen Druck fahren, dann haben wir sogar kein Problem. Dann haben wir kein Problem, auch bei der Befüllung nicht. Das ist alles, könnten wir hier im Nebenraum machen. Im Nebenraum machen wir den Stickstoffkühler. Ja, und dann sind alle Räume belegt mit mal. Hier, bam, 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 bam. Kleine Anlage aufgebaut, fertig. Nur für die Kryokapsel. Nicht mal für irgendwie was Großes. Und denn die läuft ja auch nicht lange. Die, wenn die fertig ist, schaltet die sich ab. Wenn die Temperature erreicht. Ne? Und wenn wir da keine Wärme hinzufügen, dann ist ja gut. Sollte kein Hit sein. No hit for this. Gut. 32 Minuten. Ja, wie gehe ich denn jetzt hier eigentlich? Sterbe ich denn? Ich bin ja der Einzige, der so ein bisschen hier rumläuft. Kann ich den jetzt einfach lieben? Wo ist überhaupt? Ich wollte gerade sagen, wo ist denn das hin? F2. So, dann liebe ich jetzt einfach, ne? Also Leute, ja, ich kann ja den Server auch stoppen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ja, und wir sehen uns in der nächsten Folge auf dem Server, ne? Also Leute, tschüssi, macht's gut. Ach so. Oh, ist wirklich noch, nee, ich dachte, ja, ist aus, ne? Nee, Daumen hoch, ne? Tschüss.